Nein, ich hab's geschlossen. Okay, einfach nochmal von vorne. Bam, bam, bam. Es merkt ja gar keiner, dass es jetzt online ist und das Spiel ist da und ich bin noch so völlig durcheinander, genauso wie ihr. Wo ist es? Da ist es. Machen wir es mal auf, würde ich sagen. Afterbirds Plus. Da wird es auch endlich im Stream angezeigt. Und dann würde ich sagen, wir nehmen mal den vollen Mods. Okay, wir haben noch gar keine Mods weiter drin. Optionen, was haben wir denn hier alles? Gamma, okay, Active Cam on. Extra Hot machen wir auch mal on. Ich habe Found Hot. Einfach alles anmachen, würde ich sagen, ne? Ich würde sagen, das sieht gut aus. Challenges, haben wir neue? Ja gut, das sind die, die ich nicht gemacht habe. Hier unten. Pong. Egal, wir starten einen neuen Run. Und schauen erstmal, was hier los ist. Apollyon. Greed. Greedier. Okay, es gibt einen neuen Greed-Mode. The Lost Eden. Lazarus. Samson. Eve. Blue Baby. Judas. Kane. Magdalene. Isaac. Apollyon ist neu. The Void. Ich würde sagen, Isaac und auf geht's, oder? Isaac und auf geht's. So. Alles klar. Okay, irgendwas... Das ist... Okay. Das ist ein Warp-Loch. Was Gegner spawnt. Okay, okay, okay. So viel habe ich raus. Es ist... Schwierig. Vor allem, was macht man denn da mit Maggie oder so, wenn man am Anfang danke, wenn man keinen Damage hat? Ist natürlich perfekt, wenn sich das Ding selber sprengt. Tja, erster neuer Gegner. Auf geht's. Und das Coole ist halt auch, dass die Missing Hut jetzt von alleine da ist, ne? So, Pille nehmen. Boah, besser geht's ja gar nicht mit der Pille zu starten. Moment, ich muss einmal hier das in den Vordergrund legen. Ich glaube, so könnte es klappen. Okay. So, dann erster Itemraum. Ja, das ist gar nicht schlecht, ne? Aber ich würde sagen, na, Little Chest brauche ich jetzt auch nicht. Ich will was Neues sehen. Ich habe jetzt schon einen neuen Gegner gesehen. Ich will ein neues Item sehen. Wir nehmen Nägel mit. Okay, okay, okay. Okay, die Löcher sind gefährlich, habe ich jetzt mitbekommen. Erstmal auf die Löcher schießen. Sonst haben wir hier eine Party. Ich muss auch sagen, finde ich jetzt gar nicht so leicht. Also, wenn man jetzt länger nicht gespielt hat, bla 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 und na na na. Okay, es gibt einen neuen Charakter. Ich bin aufs Ende gespannt, ne? Also klar, der Greedier-Mode, der ist auf jeden Fall was Neues. Naja, mal gucken, wie weit wir kommen. Und das hier sieht doch sehr verlockend aus, würde ich sagen. Oh, die Batterie aber auch, ne? Für beim Boss-Rerun. Na egal, ich hole mir hier die Kiste. Und mit einer Treubombe, natürlich, natürlich. Wir müssen natürlich auch viele Items wieder freispielen, gehe ich mal von aus. Aber ich denke, das klappt am besten, indem wir einmal durchspielen. Noch eine Bombe. Ach komm, ich hole mir damit die Batterie, bevor wir zum Boss gehen. Vielleicht haben wir auch noch ein paar Münzen drin. Auf geht's. So. Vielleicht ist es ja direkt ein neuer Boss. Hm? Wer weiß. Es ist Pin. Wow. Na, dann wollen wir mal Pinny. Lange, lange ist her. Aber ich finde das geil, dass die Missing hat jetzt von alleine... mit drin ist, ne? Das ist schon, das ist sehr abgefahren. Na komm schon. Und gib auf. Okay, wir haben ein AP-Upgrade. Reroll ich das? Ja, komm. Noch eine Spritze, das gefällt mir ein bisschen besser. Ein bisschen mehr Speed. Wunderbar, auf geht's. Ja, leichte Verspätung, würde ich sagen, ne? Leichte Verspätung. Okay, wir haben Devil die Chance. Die Muster sind ein bisschen anders, ne? Okay, Loch kaputt machen. Okay, da kam noch ein kleiner Kackhaufen raus. Das ist okay. Der kann da auch erstmal bleiben. Ich muss das Loch zerstören. So, habe ich einen Schlüssel schon? Jawohl. Okay. Ich will jetzt ein neues Item haben. Vor allen Dingen, es sind nur 4 neue Challenges da, ne? Naja, und Mods muss man sich dann halt erst raussuchen, ne? Aber es gibt ja auch so 55 neue Items, also sollte das auch kein Problem sein.
Ja, Shop lohnt sich nicht. Ich würde sagen, wir machen erstmal die... Ja. Wow, 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 ich hab doch... Na, no, und da habe ich mir... Wow, Alter, diese Ausweichskills. Da ist das blaue Herzchen, was ich suche in dem Stein. Das ist eine super Form, hau ab. Lass mich. Okay, und den noch. Und dann holen wir uns jetzt erstmal das blaue Herzchen, damit wir auf Nummer sicher sind. Oh, sogar zwei. Ja, aber ich würde sagen, ja, wir müssten den Würfel eigentlich noch aufladen, ne? Machen wir nochmal ein Räumchen. Der Itemraum hier war ja jetzt nicht so geil. Machen wir den hier, ne? Dann reicht das schon hin. Eigentlich ist es eine Verschwendung, aber hey. Weil wir den Bossraum auch noch machen. Okay. Sonst ist hier nichts gespawnt. Nein, zack, zack, darum gehe ich jetzt nicht. Ich würde sagen, wir gehen... Man sieht gar nicht alles, ne? Doch, na doch, die Angel, die Chance kann man erahnen. Und das ist Larry Junior, okay. Versau mir jetzt bitte nicht meinen Devil Deal. Ach, du bist eine Superform sogar, du schießt mich auch noch an. Okay. Okay, ihr wollt mich umzingeln, wa? Nicht mit mir. Afterverse plus ich, lass mich nicht treffen, sag ich doch. Oh, noch ein schwarzes Herzchen und noch ein... Okay, wir gehen beim Devil Deal rerun. Ja, das kann ich rerunnen. Jawoll. Das ist das, was ich brauche. Okay, jetzt, wo ist die Hand da? Es ist noch nicht wirklich was Neues, ne? Wie sehen denn die Nägel mit dem Wurm aus? Die pulsieren ein bisschen. Können wir mitnehmen. Auf jeden Fall haben wir jetzt schon mal ein bisschen mehr Damage. Wo ist denn der Damage überhaupt? 7,51. Ist okay. Die Frage ist, ob wir hier noch eine Batterie finden. Will ich das? Ja, für noch einen Devil, die nehme ich das mal mit. Sister Maggie. Ach komm, wir gehen weiter. Ich will das Ende sehen. Würde ich jetzt einfach mal sagen. Okay. Es ist noch keine neue Ebene. Meine Bombe. Es ist noch nichts neu. Außer diesem einen Gegner, ne? Daran müssen wir arbeiten. Ja, und der neue Greed Mode, den gucke ich mir als nächstes an. It's greedier. So. Okay, er schafft es. Ja gut, ich denke mal, wenn man später mehr... Oh, neuer Gegner, neuer Gegner, neuer Gegner. Es sind Pilze. Okay, ich dachte erst, die kann man nicht zerstören oder so. Oder man muss die mit Bomben zerstören oder so. Aber das wäre ja auch... Die Gegner müssen ja immer zerstörbar sein, ne? Shop lohnt nicht. Oh, und ich glaube, hier kommt nicht der Itemraum. Das einzige Problem ist, man muss halt jetzt... Wow, immer aufpassen, nicht, dass irgendwie was aus dem Boden kommt, ne? Bei Antiburst war es ja so, dass man für 4 geschaffte Ebenen ein Trinket bekommt, ne? Ich habe jetzt die dritte schon fast ohne Schaden. Ich glaube, der Itemraum ist irgendwo anders. Ja. Als hätte ich es geahnt. Ne, weil da oben war der Shop und der Shop ist ja meist in Shopnähe. Der Shop ja, der Item. Oh, was ist das? Data Miner. Hä? Jetzt kann man noch rüberlaufen. Und ich bin ein bisschen... Das war merkwürdig. Ich will aber ein neues Devil Deal Item sehen. Deswegen nehme ich die Aufladung mit. Gut, ich habe es mal benutzt. Aber was das jetzt genau bringt, das kann ich jetzt so nicht sagen. Oh, eine Batterie. Das ist ja sehr gut. Erstmal Chatty besiegen. Nein, ich wurde getroffen. Und Devil einfach mal, ich glaube, das macht auch nochmal ein bisschen mehr Damage, ne? So. Devil, die können wir auch günstig mitnehmen, weil wir uns ja noch das HP-Upgrade mitgenommen haben. Oh, jetzt hat er Angst vor uns. So. Und ich krieg noch einen Devil Deal und da gehen wir auch gleich rein. Oh. Oh, Cappy's Collar. Ja, warum nicht? Das ist gratis. Chatty würde ich jetzt... ungern rerollen. Wenn nicht, können wir das nochmal auf dem Rückweg machen. Ich hole mir lieber mal einen Taurus-Effekt. Okay. Speed down, Rage is building. Da können wir jetzt auch sehr gut mit Missing Hut sehen, wie sich das Ganze verändert. Habe ich mein Mikrofon überhaupt an? Ja. Da
Das Cam-Mikrofon wird angezeigt, okay. Nicht, dass der Ton jetzt völlig für den Arsch ist. Neues Boss-Item? Naja, eine Blattklot. Nehmen wir auch mit. Okay. Ja, dazwischen müssten wir halt auch immer mal gucken, ob da was Neues ist. Devil, die Chance ist runtergegangen. Warum? Da war eine neue Spinne. Das war merkwürdig, okay. Ja, das Spiel hat sich ja jetzt nur leicht verspätet, ne? Ich glaube, das waren nur 3,5 Stunden circa. Und der Tauros-Effekt, der mir hier nichts bringt bei dem scheiß Gegner, weil er Angst vor mir hat. Na gut, es gibt aber auch Räume, da würde er uns bestimmt helfen. Was ist hier drin? Nein, das lohnt sich nicht so. Okay, aus meiner Erfahrung heraus, immer erst aufs Loch schießen. Oder auf die Gegner, die auf mich schießen. Und wir haben den Tauros-Effekt, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Alles schön, alles schön. Und gib ihm. Okay, das war jetzt hier nicht so gut, aber... ja, besser als eine schlechte Pille, ne? Ah ja, ich wurde ja einmal getroffen gegen Chat, ne? Scheiße. Also gibt's da schon mal kein Achievement. So, was ist hier drin? Gegner! Zwei Gegner. Das ist neu. Den Keybomb brauche ich ehrlich gesagt nicht, darum... Ja, komm. Fire Rate Up ist okay. Block Up. Oh, hätte ich vorher gebraucht. Aber Fire Rate Up ist, glaube ich, doch besser mit den Nägeln. Macht zwar ein bisschen Damage Down, aber hey. Ja, und Münzen haben wir halt überhaupt nicht bekommen, von daher. Können wir weiter? Ja, die Fire Rate ist... Wow, bist du schnell. Komm her hier. Lass uns kuscheln. Okay. Oh, das ist fies. Also, es ist neu vor allen Dingen. Okay, jetzt haben wir den Taurus-Effekt. Ich bräuchte halt noch ein bisschen Aufladung, ne? Ich würde gerne wieder im Devil Deal oder... Wow, 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 wow. Hier, das ist ein Steintyp. Den kann man, glaube ich, nicht besiegen, solange Gegner im Raum sind, ne? Der wurde doch auch geleakt. Oder kann ich den mit Bomben besiegen? Ich weiß nicht. Nee, nee, der stirbt einfach. Magic Mushroom! Alter! Und dann die Fire Rate. Oh, der Run wird auf jeden Fall GG. Ja, Taurus ist jetzt hier nicht so stark. Nicht hinter ihn glitschen. Nicht, dass wir da nicht mehr wegkommen. Und das ist auch nur der, der nur die Gegner spawnt. Also, keine Panik. Noch eine Spritze. Oh, kriegen wir noch die Spritzentransformation? Das wäre abgefahren. Gut, die habe ich jetzt sowieso mitgenommen wegen der Transformation. Und dann würde ich sagen, weiter geht es. Einmal hier hoch. Oh, ich mochte die auch in normalem Afterbirth nicht. Krähenfuß, nichts Besonderes. Hm. Ja. Also ich, wie gesagt, ich habe mir, wie wahrscheinlich auch nicht, Achievements durchgelesen. Also von daher, keine Ahnung, was hier noch alles kommt, was man machen muss. Ich denke, erstmal durchspielen, ne? Wir werden es ja jetzt bei Mom sehen, denke ich, was passieren wird. Gibt es was Neues, zusätzlich zum Polaroid oder so. Wir haben auch eine gute Range, ne? Und der Taurus ist ganz schön schnell ein, weil wir ziemlich viel Speed haben. Ja, da war wieder so eine komische Spinne, die... Ich weiß gar nicht, was sie genau gemacht hat. Also irgendwie macht die was im Raum und... Macht so auf lange Sicht Schaden, ne? Ja, das ist so perfekt hier, der Taurus-Effekt. Ich darf nicht mehr zu viele HP-Upgrades mitnehmen, ne? Das weiße Herz war jetzt auch gar nicht so geil. So. Okay, Itemraum, hast du was Schönes? Ja, oder das Dead Eye. Also, da kann ich gar nicht Nein sagen.
Da kann ich gar nicht nein sagen. Aber gut, dann können wir notfalls beim Boss zweimal rerollen. Ja, guckt euch das an, unser Damage. Einfach mal plus 3 so mittendrin. Ich könnte dann mal in den Shop reingucken, ob es irgendwas Neues gibt. Und den hier sprengen. Genau, das macht noch mehr Devity, gibt uns ein bisschen Geld. Und die Blue Map, da können wir auf jeden Fall die Bomben benutzen, ne? Hier zum Beispiel. Ah, und der Boss ist da hinten. Ja, Magic Mushroom habe ich schon. Was soll ich hier noch wollen? Ach genau, ich hatte ja auch Luck plus 1, ne? Aber ich will jetzt mehr neue Items sehen. Wir haben jetzt ein einziges gefunden. So, was haben wir denn hier Feines? Ich weiß gar nicht, warum ich hier rauskam, weil ich dachte, hier wäre Schluss. Okay, das sieht schon mal ganz gut aus. Ja, da hätte ich auch warten können, aber ist auch egal. Und den machen wir auch auf, denn da könnte noch eine was drin sein. Rules Card. Die gab es, glaube ich, schon, ne? Awards Bazaar, over time, time is the essence. Okay, achso, hier wollte ich nach unten gehen, ne? Genau. Na, komm mal her. Bisschen Pac-Man mit ihm spielen. Ja, für große Bosse ist das natürlich super hier, das Item. Oh, da kommt wieder Stony. Ich nenne ihn liebevoll Stony. Was war das? Full Health. Okay, hier kann kein Geheimraum mehr sein. Es ist War. Okay, haben wir den Raum ein bisschen geklärt, ist auch gut. Ja, unsere Nägel machen leider keinen Knockback, aber wir haben. Oh, das ist so doof. Noch mehr Shotspeed. Okay. Es sieht halt nicht nach Afterbirth Plus aus, weil ich keine neuen Items habe. Okay, der Übergang war neu. Noch keine Ahnung, warum wir den Devil die nicht bekommen haben. Nein, 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 nein. Das Cursed Eye nehme ich definitiv nicht mit. Arcade Room mal reingucken. Ist hier was neu? Außer euch Bettlern? Erhöht ihr die Chance oder? Kann sein. Kann ja nicht höher gehen. Okay, Tunnel, 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 Tunnel. Folgender Gegner, Tunnel. Also bis auf die Tunnel ist irgendwie noch nichts neu, ne? Oh, so viele Pillen und ich benutze die. Oh, I can see forever ist perfekt. Weil dann die Geheimräume aufgehen. Wir kennen es. Geheimraum war hier. Mit einer Batterie. Das gefällt mir gut. Hier gucke ich auch rein. Sechser Würfelraum. Nein. Wow, Bombe. Werde ich definitiv nicht machen. Bobs Brain brauche ich jetzt auch nicht. Und wir haben ein unmenschliches Tiers ab. Und Taurus ist halt auch super OP. 24er Damage. Es läuft bisher. Go! Ach, der verfolgt mich schon. Luck up auf jeden Fall. Luck up auf jeden Fall. Ja, die sind ganz nützlich, weil die abhauen, ne? Vor uns. Durch den Fear-Effekt. Und dann können wir die einfach töten. Oder wir töten sie einfach so. Na. Was passiert hier? Habe ich da Chance auf mehr Items oder so? Nee, aber auf Gegner. Oh, die haben sich geteilt. Das war nice. Okay, ich gehe jetzt einfach von aus, dass wir diesmal den Devil D bekommen. Deswegen. Ne? Und so. Oh, das wäre auch ein fieser Raum gewesen. Das ist der Boss, also die Mama. Und hier können wir noch mal ein bisschen Stuff vorher mitnehmen. Wieder Bob's Brain. Will mir das Spiel was sagen? Und ich glaube, wenn wir die Batterien hier haben, können wir noch mal im Itemraum rerollen. Nope. Jetzt aber komm. Neues Item incoming. Nope.
Das ist ein HP-Upgrade. Das brauche ich jetzt leider nicht. Und dann würde ich sagen... Mama! Okay. Taurus ist ja leider nur einmal. Oh, ein Boss Rush wäre sogar auch drinnen, ne? Okay, wir gehen Richtung Chest. Einfach so aus Gewohnheit. Und jetzt natürlich kriegen wir jetzt Krampus. In so einem kleinen Raum. Aber er ist verängstigt. Das ist gut. Nein, lieber dann im Boss Rush rerollen. Vielleicht bleibt der Devil hier offen. Eves Mascara. Wir haben eine verdammt hohe Fire Rate, ne? Ich nehme das mit. Unser Damage! Okay, hey, wir müssen ein bisschen hier gegen Monstro 2 kämpfen, aber was soll's? Guck mal, so ein Larry, der macht gar nichts. Ich meine, Monstro 2 ist ja auch ein Tank, ne? Also... Ah, wir haben nur ein 24er Damage eigentlich, aber das Dead Eye regelt. Was mit meinem Taurus-Effekt? Und außerdem hasse ich Dark One, weil es super dunkel wird. Warum fliegt der Engel nämlich rein? Seit wann tut er denn das? Ja, das hat er schon immer getan, ne? Ich hab's nur verplant. Ragman, okay, dich kenne ich auch noch. Was ist neu? Komm, was ist neu? Chat, dich hatten wir heute schon. Oh, das war Geld, cool. Ah, oh, und Fistula. Aber Fistula gilt doch als besiegt, wenn die auch schon, naja, die Ursprung... Boah, brauche ich ein Glück. Wenn die Ursprungsform besiegt ist, oder? Also jetzt müsste es, ja, genau, das Würmchen gibt es halt immer noch. Okay, erstmal ihn hier, weil der ist ein bisschen nervig. Wer war denn da noch? Oh, die Maske, wo ist das Herz? So, sehr gut. Und jetzt die Maske. Genau, hau ab von mir. Ewig kein Boss Rush mehr gehabt. Aber, Achievement und so vielleicht. Und vielleicht finden wir hier noch den einen oder anderen Gegner, den wir noch nicht kennen. Na, noch ein Engel. Gut, der blaue. Ach, verdammt. Ich dachte, das wäre genau andersrum. Oh, das ist Blut. Okay. Ach, der trifft sogar zweimal. Ich dachte, der hört irgendwann wieder auf. Naja, und im allerschlimmsten Fall holt uns hier Guppys Collar raus, ne? Okay, das ist Little Horn, aber es soll ja auch Big Horn geben, ne? Nicht zu vergessen. Die Frage ist nur, wo ist er? Da ist er. So. Da hat er ein bisschen Angst bekommen. Okay, Poli, was weiß ich was hier. Ich mache aber lieber, glaube ich, vorher erstmal den Tod fertig. Ja, yep, bevor der uns verlangsamt. Jetzt kriegen wir hier noch ein paar Todsünden. Wie lange ist denn eigentlich der verdammte Boss Rush? Weiß ich gar nicht mehr. So zwei, drei Ebenen wird er haben, ne? Also zwei, drei Bosse. Ja gut, wir haben jetzt auch schon ein paar bekämpft. Nice, da springt er genau in mich rein. Ich will hier jetzt auch nicht mein ganzes Leben verlieren, ne? Okay, Pi. Okay, du musst natürlich auch erstmal deinen Auftritt haben, ist klar. Wer kommt jetzt? Oh nein, da war doch noch dieser andere Kakao. Wie hieß der denn? Okay, du bist es nicht. Du bist einfach ein mega abgefuckter Wurm. Spawn bloß in meiner Nähe. Okay, Gish ist verdammt stark, aber Gish kommt gegen Ende, ne? Ah, er hat Angst, das ist nicht so geil gegen Gish. Weil man dann nie weiß, wohin der abhaut. Wer ist denn hier noch gespawnt? Oh, natürlich. Spawn in mir. Du bist auch tot, wollte ich doch sagen. Ja, ich habe scheinbar ein paar vergessen. Ach, Widow. Widow, Widow, Widow. Man merkt gar nicht, dass ich länger nicht mehr gespielt habe, ne? Wir haben aber auch einen super Run, das muss man dazu auch noch sagen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, natürlich.
Schieß nicht random, schieß einfach auf mich. Das ist völlig okay. Sind wir jetzt langsam durch? Monstro, natürlich. Monstro darf nicht fehlen auf einer guten Party. Und mega fetti. Ich weiß gar nicht, wieso wir die ganzen Herzchen gespawnt bekommen. Okay, na geil. Shrinkshots finde ich auch nicht so geil jetzt. Wir können demnach weitergehen in Levomp. Ich bin mir nicht sicher, ob wir den Run schaffen. Weil wegen Leben und so, ne? Aber wir werden es sehen. So, Superform ist... Ach ja, ich hatte ja auch Taurus, ganz vergessen. So, jetzt brauche ich erstmal wieder ein bisschen Leben, das wäre cool. Perfekt. 48-Hour-Energy. Wobei die Powerpille auch ganz geil ist, aber wir haben ja Taurus, ne? Warte mal, machen wir mal so. Okay, hier jetzt nicht unbedingt. Okay, Kampfraum. Okay, Powerpill, komm her. Knabber ihn an. Sehr gut, den haben wir tot geknabbert. Ah, Fistula wieder. Aber zum Glück haben wir ziemlich große Argumente dagegen. Wow, 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 wow. Und so ein Damage von 48 ist schon ganz nett. Loki wird's verstehen. Loki wird's verstehen. Ist völlig okay für Loki, wenn wir so ein Damage machen. Okay, Powerpill haben wir eingesetzt. Dann nehmen wir das jetzt zum Rerollen mit und dann... Moment. Komm her. Stimmt, ich habe nichts für einen Nahkampf. Gehen wir mal hier oben lang. Na, wer wird denn gleich schießen? Hau nicht ab von mir. Ach, ich bin im Taurus. Kann ich mitbekommen. Okay, das sollte ich auf jeden Fall im Auge behalten. Und tschüss, jawohl. Also, ich... Na, das ist natürlich jetzt super ärgerlich. Ja, ich brauche dringend Leben. Wow, das war knapp. Ja gut, Geld brauche ich nicht wirklich. Leben wäre cool. Habt ihr zufällig ein blaues Herz? Was soll ich denn mit dem ganzen Geld? Ich kriege immer mehr Damage. Und dann verliere ich ihn, wenn ich irgendwas nicht treffe. So, und du, komm her. Ich hab's ausgenutzt, hey. Hier könnte immerhin ein Item drin sein. Aber ich kann auch dafür mein blaues Herzchen verlieren und den Devil Deal in den Sack treten. Ich weiß nicht, ob wir diesen Run schaffen, ehrlich gesagt. Fieser Raum. Und ich krieg immer mehr Geld. Gut, Geld müssen wir aufheben für eventuelles Luck-Up, ne? Wow, super Form. Ne, komm her hier, ihr blöden Köpfe. Glück gehabt. War gerade noch rechtzeitig. Naja, den Penny brauche ich jetzt nicht. Ich brauche Kohle. Leben. Ich darf ihn jetzt auch nicht mehr treffen lassen, ne? Der Run fing auch so gut an, ne? Ich wurde ja gar nicht getroffen irgendwie. Auf jeden Fall können wir rerollen wie die Großen. Okay, der liegt einfach so. Habe ich akzeptiert. So, was haben wir hier? Dagas. Sehr wichtig. Jera? Dagas? Ewars? Ewars nicht? Haglas. Wir könnten natürlich mit Jera Kisten multiplizieren in der Chest, ne? Schlüssel haben wir auch jede Menge. Das Ding ist, kommen wir bis zur Chess. Ich denke schon. Weiter geht's. Mama Gurdi. Ja, die ist natürlich jetzt nicht so geil. Ja, mit ihrer Random-Kacke hier. Oh. Oh, neues Item. Belly Button, what's in there? Equality.
Ich weiß noch nicht, was es macht. Whore of Babylon. Kann ich überhaupt nicht gebrauchen. Ist hier noch was drin? Oh, cool, ein paar Spinnen. Goathead. Kann ich auch nicht gebrauchen. Judas Shadow kann ich aber gebrauchen. Oh mein Gott, ja. Oh mein Gott. Das wird unser Damage verdoppeln. Dann haben wir 40 und wenn wir dann noch das Dead Eye haben, haben wir über 80. Okay. Ja gut, der Boss wird irgendwo noch rechts sein. Irgendwie einen Haarmund. Oh, Justice. Wow, 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 Justice. Ja, ausnahmsweise würde ich das jetzt mal mitnehmen. Das Problem ist, der Boss ist nicht nach rechts. Wir müssen irgendwo nach unten und nach rechts. Natürlich durch den Riesenraum. Was auch sonst. Okay, und Taurus regelt mal wieder. Also Taurus kann uns hier, glaube ich, echt den Arsch retten. Problem ist, ich sehe in diesen Ebenen halt auch immer nicht die Kreuze auf den Steinen. Es sei denn, mir sagt einer, hey, da ist ein Kreuz auf dem Stein. Dann sehe ich das schon. Okay. Okay. Ich sag ja, Taurus regelt hier, ne? Ist hier irgendwo... Luck ab? Alter, wir haben schon plus 3 Luck. Und dabei haben wir die guten Sachen vorher schon gefunden, ne? Hier ist der Geheimraum auf jeden Fall. Säcke sind immer gut. In dem Fall eher nicht so, naja, okay, Bacano, aber... Wer braucht das schon? Hier haben wir Batterien. Ja, ich weiß nicht mehr, was die Pillen waren. Einfach mal gucken. Luck up, baby. Oh, 48 Hour Energy. Wir haben so viele tausende Batterien, ne? Ja, der Raum ist sehr, sehr witzlos. Es würde halt so super Bock machen, tausendmal zu rerollen, ne? Aber naja. Mein größtes Problem ist sowieso immer noch, it lives. Judge. Ja, pass auf, dir können wir noch ein bisschen Kohle geben. Was hältst du davon? Ich meine, ich brauche das Geld nicht mehr. Nimm's. Ich wüsste zumindest nicht, ob hier noch irgendein Shop kommt. Oh, Stats Up würde uns ein Herz mehr bringen, ne? Gut, da könnte ich aber auch auf ein... Ja, genau, auf sowas hier rerollen. Ach, ich komme, YOLO. Ich mach's nochmal. Das war abgefahren. The Stars, nee. Der Boss ist natürlich oben. Natürlich ist der verdammte Boss oben. Ist das sein scheiß Ernst? Spiel. Da ist noch ein Miniboss, den können wir natürlich mal mitnehmen. Vielleicht gibt es da ja auch was Neues. Also ich gucke auf jeden Fall mal rein, wer weiß, wer das ist. Bestimmt Last, oder? Pride, okay. Ja, regel meine Spinnen. Ich denke, ich bin stark genug. Ja, ja, ja. Nee, nee, das will ich nicht mitnehmen. Wobei man das ja benutzen könnte für einen der nächsten Räume und er will ehrlich nach oben, damit ich diese gesamte Scheißebene wieder cleare. Warum denke ich denn, ich bin unbesiegbar? Oh mein Gott. Nein, ich will meinen Evil Worm und ich will das Ding auch. Ich habe da noch gar nicht Rage. Ich habe gerade echt beide Herzen verloren, ne? Chance auf den Devil Deal ist noch da. Der Hype ist real, sage ich, ja. Der Hype ist real. Okay, nach links brauchen wir nicht. It Lives wird so scheiße schwer für mich. Ich habe da so schon Probleme und mit nur einem Herzchen. Na gut, wenn wir Judas Shadow sind, hat It Lives ein paar Probleme. Naja, gehen wir mal gucken, ne? Auf geht's. Wenn ich die Augen weg habe, dann geht es einigermaßen, weil ich deine Damage verteilen kann, ne? Okay. Okay. Schön ausweichen. Ich hab's echt geschafft. Okay, Devil, die war nicht drin. Auf jeden Fall geht's jetzt ab in die Kathedrale. Und wir kriegen ein Herzchen mehr. Ob wir den nächsten Devil, die bekommen, habe ich keine Ahnung.
Ich will einfach nur den ersten Run schaffen. Das wäre, wow. Kampfraum, wir gucken mal rein. Okay, das lohnt sich nicht. Ich hasse diese Curse of the Darkness-Scheiße, ne? Und wir müssen verdammt weit gehen. Einen Raum können wir überspringen. Aber wir fangen mit dem Ding an. Natürlich. Ja, noch mehr. Wow. Da bin ich durch seine verdammte Kette gerasselt. Ach, so stark seid ihr gar nicht. Taurus rettet uns hier den Arsch, ne? Und ich liebe die Kathedralmusik. Wie, sind hier nur noch Bosse? Stagniert Taurus mit unserem Damage? Weiß auch wieder kein Mensch, ne? Okay, hier können wir gleich einen Raum überspringen. Oh Gott, ich weiß gar nicht, wen ich jetzt zuerst töten soll, weil alles schrecklich ist. Ich gehe nach links. Ist das die gute Wahl gewesen? Ja, das ist okay. Ah, hier spawnen so Kathedralen-Gegner, ja? Interessant. Isaac wird nochmal hart, ne? Die erste Welle. Was liegt denn hinter? Ach, der Steam Cell. Ja, ja, können wir mitnehmen. Okay, er musste aber noch instant was spawnen, ne? Naja gut, Isaac, wie gesagt, ich kann ja noch Judas Shadow werden. Ihr sollt nicht mein Geld klauen. Wo ist eigentlich der andere Geheimraum? Ja, okay, das ist mir zu weit weg. Ich muss irgendwie mit meinem Leben wirtschaften, ne? Oh, und hier würde ich gerne spielen. Aber ich würde auch gerne versuchen, dir das zu schenken. Oh, immerhin Schlüssel. Wir können auf jeden Fall einmal Jaran, wenn wir durchkommen. Das wäre geil. Oh, Taurus, Taurus. Komm, bring ihn in die nächste Form. Oh, diese Random-Scheiße, ne? Ich meine, die nächste Welle geht ja noch. Einigermaßen, da können wir uns hier unten hinstellen. Und, ja. Der Teil hier ist gar nicht mehr so schwierig. Oh, da haben wir ihn fast gehabt. Okay. Kann ich mitleben, kann ich mitleben. Wenn er jetzt down geht. Sehr gut. Wir sind bei Afterbirth Plus in der Kiste. Das gefällt mir. Nicht wundern, ich habe hier keine Musik, weil ich den Run danach gerne auf YouTube noch hochladen würde. Der sagt ja jetzt am Ende, wo er erfolgreich war, ne? Curse of the Lost. Okay, Karte ist nicht da. Wir Jaran. Und jetzt zeig her, was du hast für uns. Oh, irgendein abgefahrener Teleporter, der ist neu. Piercing. Oh, ho, 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 ho. Guckt euch diese Nägel an. Und wenn wir sterben, haben wir noch krassere. Weil wir unser Damage verdoppeln. Okay, was ist das? Ah, das ist die Pause. Die hab ich gesehen vorab. Einmal aufgehoben, damit wir die haben. Und dann rerollen wir. Oh, was bist du denn? Big Chubby. Der nagt sich so lockerflockig durch. Okay, was bist du? I'm leaking. Okay, wir schießen echt verdammt langsam. Set Bombs. Eieiei. Das will ich testen. Wow, Afterbirth Plus, Alter. Ja, Mann. We put bombs in your bombs. Das kann echt gefährlich werden, ne? Let's try this out. Also, für die Gegner kann das echt gefährlich werden, ne? Oh, und eine Batterie. Wir können den Rest auch noch rerollen. Gib mir das Buch ein Herzchen. Jawohl. PhD brauche ich nicht. Wir haben geile Pillen gehabt. Okay, hier war eine Sackgasse. Ah, ich schieße jetzt immer mal einen nach hinten, ne? Habt ihr das gesehen? Wir schießen immer einen Nagel nach hinten. Da. Okay, das hat halt irgendwie was mit meinem Ding da zu tun. Okay, die Scatterbombs sind echt tödlich. Ich muss halt auch nochmal sterben am Ende des Runs, ne? Wow. Guckt euch den Damage an, 138. Ich glaube, ich darf... oh, 10 Bomben.
Ich darf jetzt nichts mehr treffen, weil ich jetzt auf dem Höhepunkt bin, ne? Oder ich muss erst die Gegner treffen, damit mein Damage steigt. Ciao. Das sind ein paar mächtige Nägel. So lässt sich auch mal die Chest clearen, ne? Locker, flockig hier. Wow, der Run hat doch eine gute Wendung genommen. Aber ich bin gespannt, ob wir ein neues Ende sehen werden. Okay, den Raum kann ich jetzt mal so mit meinen Nägeln clearen. Die sind ja groß genug, ne? Ich habe auch... Wow, wer bist du? Ich habe gerade irgendeinen Special-Nagel geschossen, ne? Das war eine Weiterentwicklung von Ragman. Wow, okay. Oh, da wurde ich getroffen. Wie gesagt, wenn ich sterbe, hat das Spiel ein Problem. Weil ich hier jetzt schon 108... Alter, wir werden dann 260 Damage machen. That sounds crazy. Ja, hier sind nochmal 5 Bomben, ne? Ciao. Oh, so eine schöne Nägel. Oh ja, bei dir setze ich doch gerne mal eine Bombe ein. Hoch, du bist ja schon tot. Sorry. Okay, Ragman. Alter, unser kleiner Chubby ist total... Wow. Wir heben das später auf. Denn die Nägel finde ich cool. Und so kleine Messer, das wäre, glaube ich, nicht so cool. Also mit Z-Bombs ist das Messer eigentlich schon ganz cool, aber... Okay, die... Könnte für den Gegner zum Verhängnis werden, ne? Die Fliege. Was ist das denn? Clicker, change. Ich habe jetzt nicht meine Items gechanged, oder? Ich bin jetzt so lost. Fuck. Ich bin die ganze Ebene gerollt, ne? Nein, 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 nein. Ich muss zu der Batterie. Ich muss klickern. Ganz, ganz dringend. Wow, hier war ich noch nicht drin, okay. Hier ist die Batterie. Ja. Auch wenn ich hier nur ein halbes Herzchen habe, da habe ich Judas Shadow mit drin auf jeden Fall. Eieiei. Klicker ist ja brutal. Aber so kann man kurz vorm Boss nochmal Lost nehmen. Ich brauche meinen Würfel wieder. Lost nehmen und dann nochmal mit Lost gewinnen, ne? Da war wieder ein kleiner... Brutaler Nagel. Okay, das kann ich nicht aufheben. Ich würde sagen, auf geht's. Boss, Blue Baby. Easy. Was will denn das Blue Baby? Der Run ist auch gar nicht so lang, ne? Ich würde jetzt gerne nochmal... Well, nicht zum Klicker. Klicker können wir nochmal rerollen. Moment. Weil ich nehme mir danach eh das Messer mit. Ah, Papa Fly brauche ich nicht. Aber wir gucken jetzt nochmal... Okay, das hier ist halt nicht so spektakulär, ne? Aber das hier könnte cool aussehen. Ich glaube, das wäre abgefahren gewesen. Ein Messer. Ja, Damage seht ihr selber. Afterbus Plus. Ein Run durchgezockt. Der erste Run durchgezockt. Gibt es jetzt hier ein neues Ende? Wäre schon cool. Das kennen wir alles schon. Wahrscheinlich, weil ich mit Isaac durchgespielt habe, oder was? Angry Mom, ja. Guck mal, Mama, der Papa geht. Warum? Wo geht er hin? Laut. Okay, wir haben einfach mal gar nichts freigespielt. Auch schön. Challenges, wir können ja da mal reingucken. Wack-Ass Wards. What the hell? Mega-Satan besiegen mit dem Stuff, den wir hier haben. Oder kriegen wir hier immer random irgendwas?
Wow. Habe ich wenigstens coole Bomben? Nein, ich habe nur ein bisschen Gift. Okay, das ist, denke ich mal, die Challenge mit ihm hier, das zu besiegen, ne? Okay, wir haben Megabomben. Sonst würden wir nicht aussehen wie Mega Man. Wow. Hier, hast du. Soll das einfach nur mal Mega Satan auf schwer sein? Oder habe ich da jetzt irgendeine Scheiße übersprungen? Ich weiß nicht, ob wir den... Was macht eigentlich dieser Finger? Macht der Damage? Ja, ich passe jetzt gerade nicht auf. Ich will gleich den Run gerne nochmal starten. Gucken, ob wir Mega Satan nochmal besiegen müssen. Ja, komm, macht mich fertig. Alle Mann. Das ist echt eine krasse Challenge. Also da muss man sich halt echt super für konzentrieren. Naja, haben wir Mega Satan auch mit drin hier, ne? Ja, und jetzt RIP. Nicht geschafft. Okay, Restart. Es sind immer random Items. Und irgendwann hast du halt das Glück und besiegst Mega Satan, ne? Irgendwas schießt... Wieso rennt denn Last hier rum? Wir machen so ein ganz kaputtes Baby. Der Damage ist auch gleich Mist. Exit Game. Ich will einfach mal gucken, ob man da generell auch mal stark sein kann oder ob du wirklich nur Kacke bekommst. Tag 10. Aber der Damage stimmt halt überhaupt nicht. Was haben wir denn? Wir haben irgendeinen Stromscheiß. Kriegen die Gegner von uns einen Stromschlag, wenn die uns angreifen? Okay, Spam kann ich nicht. Die Tierrate ist für den Arsch. Ich muss das echt immer mit einem Weichen aufladen. Oh, das war gut. More of the White bringt halt hier den fetten Damage raus. Hier, damit können wir es... Also Leben bleibt scheinbar immer gleich. Oh, ein Polaroid-Effekt oder sowas. Aber... Ja, die Items sind random. Also normalerweise müsste man es auch mit diesen Items schaffen. Aber irgendwie schaffe ich das nicht mit diesen Items. Bin jetzt auch sehr unkonzentriert, muss ich ja sagen. Aber ist auch egal, ist auch egal. Coole Challenge. Die dürfte relativ schnell zu meistern sein. Problem ist halt, Mega Satan hat ja zwei Formen, ne? Wir spielen das ganze Spiel rückwärts. Backwards. Du fängst mit Mega Satan an, musst dann die Chests clearen und so weiter und so fort. Und ich gehe jetzt stark von aus, hier wird immer ein Item weggenommen. Du hast quasi einen fertigen Run. Ah, so funktioniert der Scheiß hier. Okay. Ja, bis wir den besiegt haben. Seht ihr ja selber. Okay. Das macht Sinn. Okay, was haben wir noch? April Fools. Ich chill hier ganz schön. Ich könnte mal näher kommen. So. Black Candle. Okay, das sieht nach einem normalen Run aus. Wir müssen bis zum Herz. Ich will nur mal kurz reingucken in alles, ne? Challenges. Was haben wir hier noch? Pokémans. Pokémon. Alles klar. Damit The Lamp besiegen. Auch nicht schlecht. Ultra Hard. Will ich eigentlich gar nicht wissen. Mega Satan besiegen. XL-Ebene. Und ein Haufen Superformen hier im Raum. Okay. Blood Rites. Kann helfen. Ich will nur mal kurz jetzt den nächsten Raum checken, ob wir wirklich überall Superformen haben. Yep. Ciao. Okay. Was haben wir noch? Pong. Klingt erstmal ganz nett. Was ist es? Äh,
Ich kann aber nur eine Träne schießen. Du kannst... Wow. Ich habe einen Tier-Delay, der ist unfassbar. Kann ich die bewegen? Nein, ich kann sie nicht bewegen. Ich kann nur eine Träne immer schießen. Das ist interessant. Ist eine coole Challenge auf jeden Fall. Damage. Das ist echt schon ein bisschen abgefahren, muss man ja sagen. Das ist abgefahren. Was ist das denn für ein geiler Run? Wieso ging die nach hinten los? Keine Ahnung. Hier hat man halt gewonnen, wenn man irgendwas für einen Nahkampf hat, ne? Für manche Räume. Ich will die Challenge jetzt gar nicht machen. Glaube ich. Wo bin ich denn sicher? Hier, ne? Es ist lustig, ne? Ist auch mega entspannt. Weil du kannst halt nichts anderes machen, ne? Hier ist das Problem, hier hätte ich mal hier schießen müssen. So, ist das schon viel angenehmer. Ich habe keine Ahnung, warum er die nach hinten geschickt hat. Abgefahren. Aber gut, man muss halt viel Zeit mitbringen. Ich habe sogar eine Bombe. Cool. Das ist auch bis in die Chess, glaube ich, ne? Das Bild. Ich finde das Boss-One-Hitten lustig. Oder man lässt ihn frei und stirbt qualvoll an ihm. Tut doch kein Devil-Deal. Okay, haben wir auch gesehen. Ich beende an der Stelle. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut und ciao.